Hallo Leute, willkommen beim LS22 Survival im Niemandsland. Werde ich es schaffen, im menschenleeren Grenzgebiet einen erfolgreichen Hof aufzubauen? Dies ist Teil 47. In der letzten Folge haben wir ein neues Feld gekauft, nämlich dieses da. Und da haben wir viel zu tun. Hier von hier, wo ich jetzt langlaufe, bis zu dem Strich, der hier gleich kommen müsste. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So weit weg? Da ist er. Ja, auf diesem ganzen langgestreckten Dreieck möchte ich Bäume pflanzen. Und darum mieten wir uns jetzt wieder die Baumpflanzmaschine. So. Das wäre hier Forstmaschinen. Mieten. So. Und dann brauchen wir 20 solche Paletten. Das ist doch heftig. 20 Stück. Und ich denke mal, ich fange erstmal mit 5 an. Das machen wir nach und nach. Sonst wird man ja ganz wuschig. So. Setzlinge. Und es müssen Fichte sein. Genau. Kaufen. Okay. Es sind immer 20 drin. Und ich will 200 Bäume pflanzen. Also brauche ich 10 solche Setzlingkisten. Insgesamt meine ich. So, und jetzt habe ich, glaube ich, schon 5 gekauft. Habe ich nicht aufgepasst. Und ich setze den Steier zurück zum Hof. Muss ich nicht hinfahren? Na, wo ist er denn, der Steier? Der steht hier zwischen eingeklemmt. Zurücksetzen, jawohl. Und dann hüpfen wir zum Hof und gucken an, was wir alles gekriegt haben. Jo, das, was wir wollten. Und sind es... Ne, es sind nur 4. Naja. Das macht nichts. Ich brauche sowieso noch mehr. Dann gucken wir mal, wie viele wir hier transportieren können. So, na, erstmal eine laden wir uns gleich richtig auf. Geht das so? Oder müssen wir näher? Ich glaube, wir müssen näher ran. So. Jawohl, wunderbar. Stellen wir besser quer drauf. Ruck. So. So. Okay. Und die nächste auch. So. Und ich denke mal, die letzte, die hole ich dann mit dem Böckmann zusammen mit den 6 anderen, die ich noch brauche. So. Oder... Na, ich denke mal, hier drauf transportieren geht nicht richtig. Auch dieses hier wird wieder eine wackelige Tour. Aber beim letzten Mal hat es ja geklappt. Ich glaube, die konnte man sogar drauflassen, während man gepflanzt hat. Weiß ich nicht mehr genau.
So, 14.12 Uhr ist jetzt, wie die Zeit immer vergeht. Das heißt, ich kann mal gucken, was für ein Geld reingekommen ist. Da, 52.000, schreibe ich mir gerade mal auf. 52.489. Und das kann ich jetzt mal ausrechnen. 2.330 wäre der optimale Preis und wir erkläre ich gleich. Das sollte ich mir auch aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Es kann ja von Stunde zu Stunde schwanken. Also 52.489 minus 50.334 gleich. Ach, völlig blöde Zahlen. Also nochmal 52.489 minus 50.334. 2.155. Okay, das sind knapp 200 € weniger als der Höchstpreis. So, jetzt fahren wir heim und ich erkläre euch, worum es hier überhaupt geht. Ich habe ja meine Silageproduktion auf Direktverkauf umgestellt, damit ich nicht immer zu einem Helfer zum Silageverkaufen schicken muss. Und jetzt werden hier praktisch stundenweise immer die aktuell produzierte Silage verkauft, per Direktverkauf, und es kommt stundenweise immer Geld rein. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viel Geld ist das denn jetzt, was da reinkommt, vor allem auch im Vergleich zu dem, was ich kriegen würde, wenn ich die Silage per Höchstpreis verkaufen würde. Dabei sind noch nicht die Kosten mit dabei, die jede von diesen Helferfahrten kostet. Das muss man auch noch mal extra berechnen, sondern einfach nur Erlös beim selber verkaufen und im Vergleich dazu der Erlös über den Direktverkauf. Und ich habe jetzt vor einer Stunde mir aufgeschrieben, wie viel wir schon heute an verkauften Produkten eingenommen hatten und jetzt eben wieder. Und ja, wenn ich zum optimalen Preis selbst verkauft hätte, hätte ich 2.330 verdient. Und mit dem Direktverkauf habe ich 2.155 gekriegt. Also es sind so 175 weniger, nee, 185 weniger. Das sind weniger als 10% Abzug. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also gut für den Direktverkauf. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich hier die letzte Reihe Bäume gesetzt? Ich habe mir das zwar irgendwie markiert, aber wo sind die Bäumchen? Vielleicht bin ich da gar nicht bis an die Grenze gegangen. Weil hier sind überall keine. Hier sind erst welche. Da ist einer. Okay, gehen wir mal hier diese Reihe runter. Da waren sie dann vielleicht alle. Ja, dann kann ich ja hier anfangen mit weiterpflanzen. Sonst habe ich ein Loch in meinem Nutzwald. Schade, dass das hier so steil ist. Aber ich wollte halt hier diese Verkaufsstation haben. Und mir war nicht bewusst, wie viel Platz die nach vorne braucht, eben. Und dass das dann deswegen so steil wird, irgendwie. Habe ich da nicht genug nachgedacht. Aber ich denke mal, das kann man trotzdem fällen. Also die Bäume, die dann hier wachsen. So. Wir fangen einfach da an, wo ich da aufgehörte. Denn wahrscheinlich waren dann einfach die Bäume alle.
So. Sup. Wie gut, dass man da noch durchfahren kann. Ich ärgere mich zwar immer, dass die noch nicht gewachsen sind, aber jetzt ist es ganz vorteilhaft. So. Okay. Und dann gucke ich mal, ob ich mit diesen Reservebäumen drauf einfach pflanzen kann. Das wäre ja praktisch. Anschalten. Mal gucken. Oder muss ich die absenken? Wahrscheinlich muss ich die auch absenken. Macht ja Sinn. Okay. Gut. Ah, das ist, glaube ich, schon der erste Baum. Ja, das ist schon der erste Baum. Also es funktioniert. Nur, dass der Steier sich da doch recht schwer mit tut. Bergauf wird er wohl ganz schön zu kämpfen haben. Aber zur Not pflanzen wir einfach immer bergab. So. Da passt noch einer hin und einen kriegen wir noch unter. Ups. Stopp. Naja. Es war jetzt nicht elegant, aber er hat ein paar Bäume gepflanzt. Vielleicht sollte ich doch den Deutz nehmen. Naja, ich probiere es nochmal. Bis auch bergauf geht. So. Stopp. Stopp. Anschalten. Absenken. Fahren. Jetzt regnet's, aber das macht gar nichts. Jetzt kommt kein Stück vom Fleck. Okay, alles klar. Da muss der Deutz ran. Ich fahre einfach mal hier ein Stück hoch. So. Und koppel jetzt ab. Und hol den Deutz. So. Wo steht er denn? Ah. Da. Ich sehe ihn. Gleich ist auch schon wieder die nächste Stunde rum. Dann kann ich euch wieder mit Zahlen beglücken. Üstle, Üstle. Oh, die Rehe. Ich werde das auch noch mal systematisch ausrechnen. Diese Abzüge durch Direktverkauf mit verschiedenen Produktionen, also Gewächshäuser. Da ist es anscheinend mehr, was abgezogen wird. Aber vielleicht haben sie das auch geändert im Verlauf der verschiedenen Updates. Und ja, zum Beispiel mit so Silageproduktion und mit Standardproduktion, beispielsweise Mehl oder so. Und da mache ich da mal ein Video zu. Weil das interessiert mich schon sehr. Es macht ja einen Unterschied, ob 10% abgezogen werden vom Höchstverkaufspreis oder ob 30% abgezogen werden.
Wenn man bei einer Produktion sowieso nur 30% Gewinn macht, wo bleiben die Bäume? Hier erst. Na sowas. Nun ja. Jetzt kommen sie öfter. Also wenn man mit einer Produktion sowieso nur 30% Gewinn macht, im Vergleich zum Verkaufspreis des Ausgangsproduktes, dann würde ja 30% Abzug dann jeglichen Profit wieder wegnehmen. Aber 10%, damit kann man gegebenenfalls leben. So. Und bei Silage würde sich's natürlich auch mit 30% lohnen, aber es würde schon wehtun. So. Ja, manchmal macht er echt lange Pausen zwischen den Bäumen. Also gerade wenn man eine Reihe neu anfängt, lässt er ganz schön auf sich warten. Aber ansonsten ist das schon ein sehr bequemes Dings hier. Tja, jetzt ist der kleine Baum da noch der größte von allen. So. Ah, ich muss die neue Palette draufnehmen. Dann mache ich einfach mal R. Super. Das ist doch gut. Uhuhuhu. Ja, und irgendwann wird er von den wachsenden Bäumen überholt. Denn der wächst leider gar nicht. So. Jetzt versuche ich hier erstmal wieder die Spur zu finden. Dann fahre ich wieder zurück. Ja. Jetzt hat er sofort eingesetzt. Naja, er merkt sich wohl einfach, wie viele Meter es her ist, dass er den letzten gepflanzt hat. Und wenn man dann kurz vorm Wenden noch einen gepflanzt hat, dann lässt er einen halt ziemlich warten und am Anfang erscheint einem der Abstand dann so lange. Was für ein Gewitter. So. Okay. Oh, hat er da jetzt eingepflanzt? Ja, toll, super. Nein. Den muss ich dann gleich fällen, sobald der eine Kollision kriegt, also in 8 Monaten. So was Blödes. 2 Bäume verschwendet. Naja. Wo gehobelt wird, fallen Späne und wo gepflanzt wird, wachsen Bäume. Auch mal auf dem Weg und auf dem Feld.
So. Ah, das war's schon wieder. Also die nächste. Gut. Ich denke mal, ich muss diese 200 Bäume ja auch gar nicht in einem Rutsch pflanzen. Obwohl doch, weil ich ja die Maschine gemietet habe. Ich guck mal, was die pro Tag kostet. Tadam. Ob ich die vielleicht einfach einen Tag länger behalte oder so. Mieten. 260. Ach, die kann ich lässig ein oder zwei Tage länger behalten. Weil dann ist es nicht so viel Pflanzarbeit auf einen Schlag, sondern kann man ganz gemütlich nach und nach machen. So. Okay. Und es gibt hier auf dem neuen Grundstück ja auch noch viel anderes zu tun. So, hier wäre eigentlich erst der erste Anfang gewesen. Wenn es nach der Grundstücksgrenze gegangen wäre. So. Okay, jetzt aber hochklappen. 6 haben wir noch. So. Okay. Nein, falsch. So. Wenn man bedenkt, dass ein echter Forstwirt der Bäume pflanzt, die für seine Enkel pflanzt, das ist schon krass. Ich habe hier selbst bei diesen Pflanzen und dann erst in 2 Jahren frühestens ernten können, schon so ein Gefühl von pflanzt aber weit in die Zukunft. So, hier lasse ich den jetzt stehen. Damit ich weiß, wo ich dann wieder weitermachen muss. Gut. Dann koppeln wir den mal ab. Okay. Ja, hier kann man jetzt relativ gut runterfahren. Das war vorher schlechter. Dann stellen wir den auch mal hier hin. Ah, es ist wieder Geld reingekommen. Und gleich kommt nochmal Geld rein. Die Zeit vergeht dann schon schön schnell bei 5-facher Geschwindigkeit. Okay, das sind 54.558.
Das wird jetzt auch gerade nochmal überschlagen. 54.558 minus 52.489. Es waren jetzt 2069. Dann gucke ich mal, ob inzwischen der Preis runtergegangen ist. Silage. Ein bisschen. Ein bisschen ist er runtergegangen. Und wir haben aber deutlich mehr weniger gekriegt. Interessant. Oder vielleicht wurde auch weniger produziert. Mal gucken. Ja. Müsste eigentlich noch voll laufen, weil hier ist ja noch viel Gras drin. Ja, und jetzt kommt gleich die nächste Stunde. Und ich schnapp mir mal meinen Pickup. Aha, da steht er. Und nehme den Böckmann. Jetzt kommt gleich die nächste Stunde. Jetzt. Ja, ist auf jeden Fall wieder spürbar Geld reingekommen. Das ist jetzt 56.628. 56.628 minus 54.558 sind 2070. Also ungefähr so viel wie in der Stunde davor. Ja. Ich meine, man erhofft sich... Huch, was haben wir... Oh, mein Dolly. Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. So. Also. Ja, das kriegen wir noch besser hin. Naja, besser ist es nicht, aber es sitzt. Okay. Gut. Und... jetzt. Jawohl. Also aktuell sind ja die Preise für Silage auch schlecht. Jemand, der sich's leisten könnte, würde sagen, die verkaufe ich gar nicht. Dann warte ich bis zum Winter. Aber wir brauchen ja immer das Geld. Ständig brauchen wir Geld. Später können wir uns das mal leisten, zu warten. Naja, und dann ist so gute 2000, die pro Stunde reinkommen, ist auch ganz nett. Die kommen dann ja auch in der Nacht rein, solange das Fermentersilo irgendwie Gras drin hat. Haben wir dann 48.000 pro Tag. Ja, reicht uns das? Sind wir damit glücklich? So, L. So, ja, wunderbar. Dann stellen wir hier erstmal den da drauf. Ich glaube, ich hatte irgendwie mal mehr ausgerechnet. Aber vielleicht bin ich da von irgendwas anderem ausgegangen. So. Und jetzt kaufen wir noch ein paar mehr. Aber trotzdem, mit 48.000 pro Tag kommt man schon relativ weit.
Und da habe ich ja dann immer nur die Grasernte, die, naja, düngen muss ich auch noch, aber das erledigt beides ein Helfer. Da muss ich dann immer nur eingreifen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Das kriegen wir noch besser hin. Ja, etwas besser. So. Na. Lassen wir das ruhig mal so. Kommt ja nur drauf an, dass die sechs Stück da irgendwie drauf passen. Sieben meine ich. So. Jawohl, sehr gut. Ich glaube, bei so einem Gewitter würde ich in echt eher nicht mehr draußen rumlaufen wollen. Aber hier kriegt man ja keine Blitzeinschläge. Ah, und wenn es nicht gereicht hätte, dann hätte ich ja auch noch in den Pickup was packen können. Das ist schon ein kraftvolles Gespann, wo man echt viel mit transportieren kann. Die beiden habe ich so richtig lieb gewonnen jetzt. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Let's Plays. Also zum Teil habe ich auch einen anderen Pickup. Aber überhaupt Pickup und Böckmann eine sehr nützliche Hilfe auf dem Hof. Und flott unterwegs. Vor allem, wenn man keine Kurven fährt. Jetzt können wir hier eigentlich hier außenrum fahren. Vielleicht stelle ich die einfach mal hier mitten auf den Weg. Und erstmal abstrapseln, abkoppeln. Und dann kann ich die vielleicht hier einfach so lassen und mir dann immer nach Bedarf eine runterholen. Eine Palette, meine ich. So. So, stellen wir hier mal hin.
Ja, und dann können wir ganz gemütlich in jeder Folge 20 Bäume oder 40 Bäume pflanzen. Jetzt waren das 60. Und da hinten wollen wir ja noch das Wäldchen fällen. Und hier habe ich noch jede Menge Gras abzumähen. Das könnte ich dann natürlich als nächstes anfangen, wenn es nicht mehr regnet. Oh, aber was ich gerne noch machen würde, apropos, wenn es nicht mehr regnet. Wir haben jetzt ja hier nicht so extreme Eile. Es regnet sowieso. So, stelle ich den hin. Ach, der steht hier ganz gut. Und bei dem Regen wird er wenigstens sauber. Und eines Tages werden wir Unterstände haben. So, ich gehe jetzt nämlich ganz dreist schlafen. Und dann gucken wir, ob die alten gepflanzten Bäume nachgewachsen sind. Es sieht hier schon so ein bisschen regnerisch aus. So, die Spiegelung vom Himmel. Und Romeo, alles gut? Ja, sieht gut aus. Der freut sich jetzt bestimmt, dass er eine Hütte hat. So. Ja, der will wohl, dass ich innen schlafen gehe. Nach dem Motto, wenn schon, denn schon. Dann machen wir auch die Tür zu bei dem schlechten Wetter. So. Na komm. Jetzt hänge ich hier fest. Hier müsste es gehen mit dem Schlafen. Jawohl. Und dann werden wir wahrscheinlich auch ordentlich Geld auf dem Konto haben. Das ist doch auch schön. Man legt sich einfach am Nachmittag ins Bett. Dann scheint die Sonne wieder. Oder zumindest regnet es nicht mehr. Man hat 30.000 Euro mehr auf dem Konto. Jetzt wird das Bett hier hochgeklappt. Und wir begrüßen den schönen neuen Tag. Jawohl, die Sonne lässt sich schon erahnen. Und wir gucken jetzt mal, ob die alten Bäumchen gewachsen sind. Was? Immer noch nicht. Es wird aber mal Zeit, Kinders. Na dann aber nächsten Monat. Ich bin enttäuscht. Tja. Am nächsten Monat müsste das was werden. Nun gut, wir haben viel zu tun. Da brauche ich mich jetzt nicht grämen, dass die Bäumchen noch nicht gewachsen sind. Die werden schon noch. Und in 2 Jahren sind es dann, also in 2 Jahren ab letztem Dezember, jetzt nur noch ein Jahr und 4 Monate, sind es ganz große, starke Bäume, die man fällen kann. Theoretisch. Okay. Jo, ich mach da mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.